Liebe Mitbürgerinnen, am Samstag, dem 2. August, findet in Köln die Dampfparade statt. Ich bitte Sie, sich an dieser Demonstration für den leichteren Zugang zu Cannabismedizin zu beteiligen. Cannabismedizin, werden Sie fragen, die dürfen doch jetzt anbauen. So stand es letzte Woche in allen Zeitungen. Tja, nicht immer stimmt, was in der Zeitung steht. Und ich muss Ihnen leider berichten, nicht ein einziger Patient hat bis heute eine Anbaugenehmigung. Zwischen Flensburg und Bodensee setzt sich das Leiden unvermindert fort. Aber darum geht's heute gar nicht. Ich bitte Sie, sich an den Kölner Protesten für Cannabismedizin zu beteiligen. Nicht für die drei, in deren Namen in Köln Recht gesprochen wurde. Nicht für die 300, die den langen bürokratischen Weg bis zu einer Ausnahmegenehmigung erfolgreich hinter sich gebracht haben. Ich bitte Sie, Ihr politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen, weil Sie die Nächsten sein könnten, denen Cannabis ein lebenswertes Dasein ermöglicht. Ich bitte Sie, sich zu engagieren, weil Sie und Ihre Liebsten die Nächsten sein könnten, denen Hanf das Leben rettet. Ich bitte Sie um Ihrer selbst willen. Sicher, heute sind Sie gesund, aber das muss nicht so bleiben. Und wenn Sie erst zu den Millionen Deutschen gehören, die an Gicht, Rheuma, Krebs, Glaukom oder einer der Vielzahl anderer Krankheiten leiden, bei denen Hanf anderswo schon lindernd helfen darf, dann wird es zu spät sein, um zu kämpfen. Ich bitte Sie deshalb um Ihrer selbst willen. Helfen Sie mit, Cannabis da, wo es medizinisch sinnvoll ist, rasch zu legalisieren. Helfen Sie, damit die Frage nach der richtigen Therapie endlich wieder eine zwischen Arzt und Patient wird. Helfen Sie dem Patienten, bevor Sie selbst Patient werden. Besuchen Sie die Dampfparade in Köln. Helfen Sie mit für Cannabis als Medizin. Samstag, 2. August 2014, Start 12 Uhr am Heumarkt.